Hallo und herzlich willkommen. Für dieses Video solltest du bereits die Definition der absoluten Häufigkeit kennen und du solltest wissen, was die Vier-Felder-Tafel ist und wie man Werte aus einer Tabelle abliest. Unser Ziel für dieses Video wird sein, die Arbeit mit absoluten Häufigkeiten zu vertiefen, indem wir eine Vier-Felder-Tafel mit absoluten Häufigkeiten ergänzen. Wir sind auf der zweiten Seite des Arbeitsblattes in Box 7 bei der Teilaufgabe 2. Diese lautet: Ergänze die absoluten Häufigkeiten in der folgenden Tabelle. Also diese Vier-Felder-Tafel hier. Pausiere wieder kurz das Video und versuche zunächst, die Aufgabe selbstständig zu lösen. Den Vergleich gibt es danach. Wir schauen uns jetzt zuerst einmal die Vier-Felder-Tafel genauer an. Und wir sehen hier, es gibt zwei Zeilen für die Monate Juli und August. Das heißt, in der Tabelle auf der rechten Seite gibt es auch wieder nur zwei Zeilen, die uns in diesem Fall jetzt interessieren. Und zwar die zwei Zeilen für Juli und August. Ich habe das hier noch einmal kürzer eingeblendet, damit wir uns auf das Wesentliche konzentrieren können. Uns dürfte auch auffallen, dass hier in der ersten Spalte für die Regentage dieselben Werte stehen müssen wie in der Tabelle auf der rechten Seite. Daher können wir die Regentage für den Juli und für den August gleich übertragen. Im Juli haben wir 16 Regentage und im August 6. In der letzten Zeile sollen wir die Summe bilden, das heißt die Summe aller Regentage in diesem gesamten Zeitraum. Daher rechnen wir 16 plus 6. Und das ergibt 22 Regentage insgesamt. In der nächsten Spalte sollen wir die regenfreien Tage eintragen. Damit wir das machen können, schauen wir zunächst eine Spalte weiter, in die, wo die Werte für die Tage insgesamt in den beiden Monaten stehen sollen. Wir überlegen uns kurz, wie viele Tage Juli und August jeweils haben und stellen fest, dass beide jeweils 31 Tage haben. Daher können wir auch das eintragen. Auch hier bilden wir wieder für die letzte Zeile die Summe. 31 plus 31 ergibt 62 und auch diese Spalte haben wir somit vollständig ausgefüllt. Jetzt überlegen wir uns, wie viele regenfreie Tage es gibt. Für den Juli ziehen wir einfach die Anzahl der Regentage im Juli von den Tagen im Juli insgesamt ab, also rechnen wir 31 minus 16 und erhalten somit 15 regenfreien Tage im Juli. Wir machen dasselbe für den August und rechnen 31 minus 6. Der August hat in diesem Fall 25 regenfreie Tage. Wenn wir jetzt noch die Summe bilden, rechnen wir 15 plus 25 und erhalten in Summe 40 regenfreie Tage. Wir können auch die Probe durchführen, um zu schauen, ob wir die Werte richtig eingetragen haben, denn die Summe hier, 62, muss sowohl zustande kommen, wenn wir die Tage der beiden Monate zusammenzählen, als auch wenn wir die Regentage und die regenfreien Tage der beiden Monate zusammenzählen. Und wir sehen, 22 plus 40 ergibt 62 und das ist dasselbe wie 31 plus 31. Daher passt das. Zum Schluss habe ich noch eine kleine Fleißaufgabe für dich. Überlege dir die Antwort auf folgende Frage. Gibt es zwei aufeinanderfolgende Monate, die zusammen 60 Tage haben? Wenn ja, welche sind das? Und wenn nein, warum geht das nicht? Die Antwort auf diese Frage hängt davon ab, welches Jahr wir uns anschauen. In einem Schaltjahr ist es möglich, denn der Februar hat 29 Tage, das heißt, wenn wir Jänner und Februar zusammenzählen, 31 plus 29, dann ergibt das 60. Das gleiche kommt heraus, wenn wir uns Februar und März anschauen. Dann rechnen wir 29 plus 31, also im Endeffekt wieder dieselbe Summe und auch hier kommen wir auf 60 Tage. Wenn wir kein Schaltjahr haben, dann ist es nicht möglich, da wir immer entweder zwei Monate mit 31 Tagen oder einen mit 30 und einen mit 31 oder einen mit 28 und einen mit 31 haben. Das heißt, die möglichen Summen, auf die wir kommen können, sind entweder 59 oder 61 oder, wie hier bei diesem Beispiel, 62 Tage. Das war's auch schon für die Teilaufgabe 2. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.